Ob willkommen, Team Uppsala. Wir sind die drei neuen Praktikantinnen am Newman-Institut. Uppsala ist eine Studentenstadt in der Nähe von Stockholm und wir zeigen euch in diesem Video unseren Arbeitsalltag. Das hier ist das Newman-Institut und hier arbeiten wir jeweils 2 Tage die Woche. Das ist die einzige katholische Hochschule hier in Skandinavien und hier wird Theologie, Philosophie und Kulturwissenschaften unterrichtet. Und dann nehmen wir euch heute einfach mal mit in unseren Arbeitsalltag. Das Newman-Institut hat ein hauseigenes Café im Keller und unsere erste Aufgabe am Morgen ist es, das erstmal für den Tag herzurichten. Und wir nehmen euch dabei mit. Unsere Aufgaben hier im Café sind zum Beispiel die Kaffeemaschine zu reinigen und einfach dafür zu sorgen, dass hier Ordnung herrscht. Willkommen beim Newman-Institut. Jeden Montagmorgen haben wir unser Montagsmeeting und da tauschen wir uns mit allen anderen Newman-Mitarbeitern über die letzte Woche aus und was in der kommenden Woche ansteht. Zweimal wöchentlich findet unser Schwedischkurs statt. Und wir sitzen gerade hier und haben eine kurze Pause. Wie ihr gesehen habt, waren wir gerade hier Mittagessen mit unserer Nation. Das sind so die Vereine sozusagen, die das gesamte Studentenleben in Uppsala organisieren. Und wir sind eben Teil der Westgötter Nation. Ja. Neben dem Café kümmern wir uns außerdem auch noch um die Gästezimmer. Davon gibt es hier im Newman 3 Stück und mit den Gästen nehmen wir auch Kontakt auf. Eine weitere Aufgabe von uns Praktikanten ist die Post und die holen wir eben und verteilen sie dann an die ganzen Bewohner und Leute, die hier arbeiten. Der Einsatzort Uppsala ist extrem vielfältig, sowohl in euren Praktikumsstellen als auch in eurer Freizeit. Hier könnt ihr auf jeden Fall sehr viele Ausflüge und Reisen in der Gegend unternehmen. Also es lohnt sich wirklich, hierher zu kommen. Jetzt zeigen wir euch noch ein paar Eindrücke unserer letzten Wochen.